entschlüsselte die Inschriften. Einige der Gänge sind mit zyklopischen Rundtüren verschlossen, die mit Inschriften versehen sind. Wenn ich nur in der Lage wäre, diese Inschriften zu entziffern, dann würde ich sicher Antworten auf die Fragen finden, wie um alles in der Welt ich diese Türen öffnen kann und wohin sie mich führen werden. Ja, finde einen Schlüssel. Der einzige Weg aus diesem Raum sind die runden Türen. Ich brauche eine Art Schlüssel, um sie zu öffnen. Und ja, hinter uns ist zu. Ja, Überreste eines Zwerges. Gut, hier geht's nicht weiter, so wie das aussieht. Ja gut, ich kann hier wieder hochlaufen in das Portalding. Ich kann auch hier lang laufen. Hier scheint es ein Geheimnis zu geben. Ach, hier geht's runter. Candidus. Hier geht's runter. Was gibt's hier unten wohl? Ach, ein paar Kräuter und eine Falle. Ach, eine Truhe. Gibt's eine Falle? Oh, zwergische Sturmhaube und Panzer. Super, das Zeug, was ich gerade für Vorgrim gekauft habe. Material. Das Ding ist etwas besser. Aber ja, zwergische Panzerhandschuhe, zwergische Panzerstiefel. Jawohl, ja. Du kannst hier das Feuermoos einsammeln. Gut, ein kleines Versteck mit ein paar zwergischen Teilen. Ich könnte ja eigentlich, was schlauer wäre, lass das mal Vorgrim machen. Das Ding aufsetzen. Da habe ich halt eine Behinderung, aber Vorgrim hat nur zwei Behinderungen. Und mir steht der Helm eh besser als Vorgrim. Hier hinten ist auch ein Abschnitt mit noch einer zyklopischen Türe. Okay. Da ist der Teleporter, das ist klar. Wer bist du? Was machst du hier? Du bist nicht tot? Nein, ich bin quick lebendig und das soll auch so bleiben. Wer oder was bist du denn? Oh, so vieles wurde vergessen. Was wurde vergessen? Du hast meinen Namen vergessen. Alle haben meinen Namen vergessen. Ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe ihn doch nie gewusst. Wie ist denn dein Name? Ich habe ihn auch vergessen. Du bist ein Geist, nicht wahr? Weißt du das wenigstens? Ja, ein Geist ohne Namen, gebunden auf ewig in diesen Höhlen. Denn mir wurde das Liebste genommen. Das Einzige, das bin... von ihr noch geblieben war. Ich finde keine Ruhe, solange es sich in den Krallen der verfaulten Golmurim befindet. Ein Schmuckstück, vielleicht von deiner Liebsten? Ich werde die Augen offen halten. Finde es für mich und löse mich von meiner Existenz. Das Amulett, ja, das Amulett ist es. Nimm dafür, was niemand sonst hier unten noch gebrauchen kann. Du willst mir etwas geben, was niemand sonst hier unten gebrauchen kann? Es ist alles tot hier unten. Sie gehen durch Wände. Kannst du durch Wände gehen? Nur die Lebenden benötigen noch Schlüssel für die runden Türen. Schlüssel? Ja, das hört sich gut an. Hey, bleib hier, wo
ist der Schlüssel denn? Hm, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich einmal in den Taschen deiner Überreste nachschaue. Also ja, der Zwergengeist. In den Höhlen von Guldur irrt so mancher Geist umher und sucht nach einem Weg zur letzten Ruhe. Aber ohne fremde Hilfe würde es keinem von ihm vergönnt sein, diese auch zu finden. Der Geist eines Zwerges ist mir entschieden und bat mich, von seinem Dasein zu erlösen. Er muss schon viele Jahre hier unten herumirren, denn er kann sich nicht einmal mehr an seinen eigenen Namen erinnern. Allerdings weiß er doch, dass es ein Amulett ist, was ihn erlösen kann. Das Amulett, was ihm einst seine Liebste gab und dann von den verhassten Gräulen gestohlen wurde. Ich sollte mich auf die Suche begeben. Zyklopisches Artefakt und eine Pechfackel. Ja, benutze den Schlüssel. Ich muss die Tür öffnen, die sich mit dem Zyklopenschlüssel öffnen lässt. Ein Artefakt, mit dem sich eine zyklopische Rundtür öffnen lässt. Ja, also entweder die hier oder die dahin. Oh, mein Schildkasten. Das schwarze Herz aus Adamant liegt sicher verborgen hinter den Feuerfällen von Albomosch. Oh. Mein Schild kann Sachen entziffern. Ja, fehlt dir noch ein Schlüssel. Der Zyklopenschlüssel steckt nur in der Tür fest. Ich brauche wirklich einen anderen, um die nächste Türe zu öffnen. Stein spricht zu uns und erzählt vom adamantenen Herzen. Unser Weg ist richtig. Gut, gehen wir erstmal hier hoch. Also die Rundtür konnten wir öffnen. Es ist halt die Frage, ob hier unten wirklich alles tot ist oder ob mir hier Sachen begegnen werden, die nicht so tot sind, wie sie so sein scheinen. Ja, hier spaltet sich der Weg erstmal. Ein glattes Flimflam hält noch ein bisschen. Auch wenn wir Zwerg sind, passen wir wahrscheinlich nicht in diesen Kanal. Nein, der ist nämlich nicht begehbar. Und hier können wir auch nicht lang. Okay, also auf der Seite scheint nichts zu sein. Und ja, Grolmenhöhle sind wir hier. Toll, noch eine zyklopische Rundtüre. Mein letzter Autosave war, ist es eine Woche her. Nee. Naja. Kommen alle? Ja, es kommen alle. Gut, wenn ich noch ein Artefakt finde, mache ich damit erst einmal die Grolmentür oben auf.
Große, enge Türe. Da passen Zyklopen durch. Hallo, Steinköppe. Ah, hier ist nichts. Smaragdspinnen. Okay, na gut, die Viecher nisten wirklich überall. Ja, da wir auch keine Geld- und Giftstachelprobleme eigentlich haben, werde ich jetzt aufhören, die ganzen Spinnen zu zerlegen. So, die gibt wenigstens noch eine Erfahrung. So, Spinne. Oh, Steinereiche. Das bin ich. Lettis, neue Flimflam. Der Werkbank ist hier drüben. Ah. Okay. Ach, hier ist eine große. So, das war die große. Ich versuche mein Bestes. Die wurde gerade overkillt. Also gut, die große, die werde ich plündern. Aber auch nur die. So, hier ist nichts drin gewesen. Wieder eine Abzweigung. Oh, wieder eine große. Aufgepasst! Für Ardor! Sonja, folgt mir, Zeritus. Zeritus. Okay, nettes Spinnengetier. Kaum noch einen gezielten Stich und sie ist tot. So. So. Oh, gibt's hier wieder Giftpilze? Ja, es gibt hier wieder Giftpilze. Bestimmt Falle ausgelöst. Spinneneier und ein bisschen Feuermoos. Ja. Oh, am Möbel.